Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in meinem neuen Video mit dabei seid. Ich habe vor einigen Wochen meine Morgenroutine hochgeladen und da natürlich auch gezeigt, wie ich meine Haut pflege. Und einige von euch waren total neugierig und haben gesagt, okay, was für Produkte benutzt du genau und warum benutzt du diese? Weil das jetzt nicht unbedingt so alltägliche Produkte aus der Drogerie sind. Und genau das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen und erklären. Kurz zum Thema Hautpflege allgemein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eine relativ unkomplizierte Haut habe. Also meine Haut ist relativ trocken und ich habe manchmal so ein bisschen kleine schuppige Stellen, wenn ich viel Stress habe oder mich schlecht ernähre, aber relativ unkompliziert im Allgemeinen. Also ich habe keine großen Probleme. Das ist auch der Grund dafür, dass ich eigentlich immer irgendwas benutzt habe. Worum ich mich tatsächlich überhaupt nicht gekümmert habe, war so ein Anti-Aging-Kram. Also ich bin jetzt in so einem Alter, wo dann manche Verkäuferinnen sagen, ja, da müssen Sie dringend anfangen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das haben die mir auch schon erzählt, als ich mit 20 in Douglas reingelaufen bin. So, ja, Sie müssen was für die Haut tun und Sie müssen sich drum kümmern und Anti-Aging ist total wichtig. Und ich habe mir immer so gedacht, so ja, bla bla bla. Und war da wirklich super skeptisch, weil die meisten Anti-Aging-Cremes, die man mir dann in die Hand gedrückt hat oder mal zum Probieren draufgetan hat, die waren halt so babdick. Also das waren so Cremes, wo ich gedacht habe, ganz ehrlich, da kann ich mir auch dreimal am Tag die Nivea Zentimeter dick ins Gesicht cremen und da habe ich die gleiche Konsistenz. Das war so für mich irgendwie so das Benutzererlebnis, was ich hatte, dass ich gesagt habe, so Anti-Aging, da überpflege ich die Haut und da tue ich meiner Haut einfach keinen Gefallen mit, wenn ich irgendwie mit Mitte 20 schon anfange, da so dicke Cremes drauf zu packen und so reichhaltige Cremes, weil ich meine, was soll ich dann machen, wenn ich 50 bin? Ich muss auch ehrlich sagen, Augenpflege war lange irgendwie überhaupt kein Thema für mich. Und ich bin ganz früher auch ziemlich oft unabgeschminkt ins Bett gegangen. Also das ist übrigens das absolute, absolute, absolute No-Go. Das mache ich inzwischen auch, naja, sagen wir mal zu 98% immer, dass ich mich wirklich abschminke. So, so viel dazu. Jetzt möchte ich euch aber erzählen, was ich Schönes erlebt habe und warum ich meine Hautpflege so ein bisschen umgestellt habe. Und zwar bin ich bei der Berliner Fashion Week über ein Hautpflege-Label über eine Hautpflegeserie gestolpert, und zwar über Skinceuticals. Und das hörte sich für mich so vom ersten Moment ganz gut an, weil das halt Produkte sind, die es jetzt nicht überall gibt und weil es doch irgendwie so wissenschaftlich alles fundiert ist, was die so erzählt haben. Und ich bin dann in diesen Raum reingestolpert und habe diese ganzen tollen Produkte gesehen und dachte mir so, naja, mal gucken, ob das wirklich so toll ist. Das Schöne war, dass Skinceuticals dann auf der Fashion Week eben auch einen Hauttest angeboten hat. Und ich habe mich dann in so ein Apparat reingesetzt und mein Gesicht da reingehalten und dann wurde eben geguckt, was mit meiner Haut los ist. Das schöne Ergebnis war, dass meine Haut keine riesen Probleme hat und dass es tatsächlich so ist, wie ich es empfunden habe, nämlich dass meine Haut relativ trocken ist. Man hat so ein paar kleine feine Linien gesehen und so ein paar kleine Pigmentflecke und halt trockene Stellen, aber kein großes Drama, aber durchaus Sachen, die man so ein bisschen optimieren kann. Die Skinceuticals-Produkte, die benutze ich jetzt schon seit einiger Zeit und ich muss sagen, ich bin wirklich total happy damit. Weil irgendwie so alles, was ich gedacht habe über Hautpflege, sich so ein bisschen umgekehrt hat. Ich möchte damit natürlich nicht für alle sprechen, das kann auch für andere Leute anders sein, aber meine Erfahrung ist einfach, dass meine Haut das jetzt plötzlich total gut getan hat, seitdem ich da mal so ein bisschen eine Linie in meine Hautpflege reinbringe und nicht so kreuz und quer alle Produkte miteinander mixe. So, aber jetzt, was benutze ich? Das habe ich euch in der Morgenroutine auch schon gezeigt. Aber ich möchte euch die Produkte jetzt noch ein bisschen genauer erklären, weil als ich die Produkte das erste Mal erlebt habe, hatte ich schon so ein bisschen Aufklärungsbedarf, weil ich gedacht habe, braucht man das alles und ist es nicht zu viel Schnickschnack? Und ich kann euch heute sagen, es ist eigentlich total easy und es ist perfekt für mich. So, womit fange ich morgens an? Da hatte ich ein paar Vorurteile, aber es ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Und zwar dieses hier, das ist das CE Ferulic. Wenn ich das alles vorlese, was jetzt auf diesem Etikett steht, werde ich mich sehr oft versprechen. Deshalb blende ich euch das jetzt einfach ein. Fakt ist, das ist ein Antioxidant. Das CE Ferulic, das sind aber auch Worte, ne? Das CE Ferulic ist in so einer hübschen medizinischen Glasflasche. Das mag ich immer, wenn es nicht zu fancy ist. Also wenn so Produkte schon so aussehen, als ob die mehr schick sind, als dass sie was bringen, bin ich immer super skeptisch. Und das kam so an und sah so aus wie so ein kleines Apothekerfläschchen. Und da dachte ich mir schon so, ja, das könnte was bringen. So, wenn man das aufmacht, dann ist da so eine Pipette drin. Und da drin ist so eine gelbliche Flüssigkeit. Das ist wirklich ganz flüssig und es lässt sich benutzen wie ein Serum. Unter uns gesagt, als ich das allererste Mal benutzt habe, war ich kurz ein paar Minuten irritiert, weil das doch ein bisschen streng riecht, um ehrlich zu sein.
Inzwischen fällt mir das gar nicht mehr auf und es verfliegt auch nach 5 Minuten. Also man riecht jetzt nicht den ganzen Tag danach. Aber wenn man den Geruch noch gar nicht kennt, denkt man schon in der ersten Sekunde so, das riecht aber ein bisschen komisch. Das liegt aber auch daran, dass da eben nicht irgendwelche total verrückten Duftstoffe und sowas drin sind. Und zwar zieht man so diese Pipette auf. Und jetzt mache ich das einfach mal. Und dann nimmt man einfach so ein paar Tröpfchen. Ich mache jetzt mal 3 von dem guten Zeug, dass ich nichts verschwende. Und das ist wirklich so eine ganz normale Flüssigkeit. Und die verteilt man im Prinzip einfach auf den Wangen, auf der Stirn, der Nase, dem Kinn. Ich mache das auch auf den Hals und aufs Dekolleté. So, aber was ist das für ein Produkt? Ein Antioxidans. Ich dachte am Anfang auch so, was soll ich mit einem Antioxidans? Was soll das machen? Das ist sozusagen eure Ritterrüstung gegen Umwelteinflüsse. Also das macht man halt drauf und dann kann die Haut sich besser wehren. Ihr könnt das im Internet auch alles nachlesen. Die Haut hat also Probleme durch die Umweltbelastung. Und dieses Produkt, das hilft einfach dagegen. Also das hilft der Haut, diese freien Radikale zu bekämpfen, zu neutralisieren. Und dadurch werden dann einfach auch so Sachen vermieden wie zu frühe Fältchen und diese ganzen Alterungserscheinungen, die man nicht haben möchte als Mädchen. Es ist auch kein Wundermittel. Also ich glaube, es gibt keine Hautpflege, die ein Wundermittel ist. Und jeder, der erzählt, es gibt ein Wundermittel, der redet Quatsch. Aber ich muss sagen, meine Haut tut es auf jeden Fall gut. Nach dem Antioxidans mache ich weiter mit meiner Augenpflege. Und das ist die hier. Das ist der SkinCeuticals Eye Balm. Der kommt im Töpfchen und sieht so aus. Das ist übrigens mein einziger Kritikpunkt an diesem Eye Balm, dass der im Töpfchen kommt. Das hat bestimmt auch irgendeinen Grund, aber die anderen Sachen sind alle schön im Spender, in Tuben. Ich finde das immer ein bisschen unhygienisch, wenn man da so reindippt mit der Hand. Also vorher auf jeden Fall Hände waschen. Aber der Eye Balm selber, ich mach den mal raus, der riecht auch gar nicht. Also da sind auch keine Duftstoffe drin oder irgendwas, was die Haut belastet. Der ist so ein bisschen hellgelb und den verteilt man, klopft man. Also man klopft den eigentlich ein, ich reibe das immer. Hier so unterm Auge und auch auf dem Auge. So, der ist so ein bisschen cremiger, da merkt man auch, dass der so ein bisschen reichhaltiger ist. Was ich gut finde, weil die Haut um die Augen rum ja so ein bisschen dünner ist und so ein bisschen anfällig für Knitterfältchen. Und ich mag das, wenn ein Produkt so um die Augen einfach ein bisschen ja, mehr Konsistenz hat und was reichhaltiger ist. Und das ist der. Und der lässt sich trotz allem aber sehr gut verteilen, zieht schnell ein, wie ihr seht. So, als nächstes benutze ich meine Haupthautpflege sozusagen, also meine normale Creme. Metacell Renewal B3 oder Metacell Renewal B3, wie auch immer man es aussprechen möchte. Auch von SkinCeuticals. Und das ist eher so ein bisschen so eine Emulsion. Ich mache sonst so zwei Pumphübe. Seht ihr, das ist nämlich auch schön im Spender. Das finde ich toll, dass man da nicht mit Fingern rein muss. Das ist so eine weiße Creme. Und sobald man die anfängt zu verteilen, fühlt die sich fast ein bisschen flüssig an. Also die wirkt wie so eine Emulsion. Die ist auch super ergiebig. Also man braucht da einfach nicht viel von. Ich habe am Anfang viel zu viel genommen. Und die verteile ich dann auch so im Prinzip nochmal im ganzen Gesicht und am Hals und auf dem Dekolleté. Diese Tagespflege, die versorgt eure Haut nicht nur mit Feuchtigkeit, sondern die korrigiert sozusagen auch so frühe Anzeichen von Hautalterung. Also sowas wie kleine Fältchen und sowas. Es wird so ein bisschen aufgepolstert. Und ja, das ist so für Menschen wie mich in meinem Alter. Kann man das so sagen? Was ich super finde, ist, dass ich die auch ohne das Antioxidans als Nachtcreme benutze, weil da eben kein Lichtschutz drin ist. Jetzt sind wahrscheinlich einige von euch skeptisch geworden und haben gesagt, ohne Lichtschutz? Wenn ich beim Reiten bin, im Stall, wenn ich beim Golfen bin, wenn ich auf Dreh bin. Ich bin halt super viel draußen, ich bin super viel der Sonne ausgesetzt. Deshalb habe ich dann immer so Gesichtssonnencremes benutzt, die ich auch für den Strand nehme und sowas. Aber da hatte ich immer das Problem, dass die unter Make-up, ganz ehrlich, mehr schlecht als recht funktioniert haben. Und deshalb ist mein absolutes Lieblingsprodukt von SkinCeuticals nämlich der separate Lichtschutz. Das ist der Ultra Facial Defense mit Lichtschutzfaktor 50+. Vielleicht denkt ihr jetzt, 50 ist ja echt viel, aber ganz ehrlich, man kann die Haut meiner Meinung nach im Gesicht nicht genug schützen. Und der UV-Schutz, der Lichtschutz, der Ultra Facial Defense, das ist sozusagen der Kumpel von der Ritterrüstung. Der schützt nämlich dann nicht nur gegen die Umwelteinflüsse und die freien Radikale, sondern eben vor allem gegen UV-Strahlen, gegen Sonnenlicht einfach. Also gegen das Licht, was immer auf unserer Haut ist, wenn wir draußen sind. Und das Tolle ist, der funktioniert auch unter Make-up. Und der macht nicht weiß. Und der stinkt nicht. Und der klebt nicht. Also ich bin wirklich überzeugt, auch wenn ich irgendwann nochmal die Produkte wechseln sollte oder so, also das ist wirklich so ein absoluter Oberlieblings-Forever-Favorit.
Der wird, glaube ich, einfach nicht mehr aus meinem Badezimmer abhauen. Also er ist ganz leicht, schützt aber die Haut einfach perfekt. Und seitdem ich den habe, benutze ich tatsächlich jeden Tag Lichtschutz. Ein Produkt habe ich noch, last but not least. Und zwar ist das der Mineral Eye UV Defense. Sagt man dann UV? Mineral Eye UV Defense. Vielleicht mache ich mal ein ganzes Video, wie ich nur Produktnamen vorlese. Falsch vorlese. Der hat Lichtschutzfaktor 30 und das ist halt ein Lichtschutz speziell für die Augen. Und das Schöne ist, der ist ein bisschen gefärbt. Das heißt, der funktioniert so ein bisschen auch aufhellend. Der ist nicht so weiß, der ist so ein bisschen mehr hautfarben. Seht ihr das? Und den mache ich dann im Prinzip ganz zum Schluss nochmal auf die Augendeckel, unter die Augenbrauen und unter die Augen drauf. Und mit den Produkten bin ich einfach komplett versorgt und fahre echt gut, bin total happy. Die bekommt ihr nicht im Drogeriemarkt, die gibt es online. Ihr könnt einfach auf der SkinCeuticals-Seite auch gucken, da findet ihr alle Infos. Und die gibt es auch in Apotheken. Jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt, was ich mache. Aber mir wäre es natürlich am liebsten, wenn ihr das selber ausprobiert. Und deshalb habe ich, auch noch ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr ein Antioxidans gewinnen als ersten Preis und einen Lichtschutz, je nachdem, welchen ihr für eure Haut braucht. Und dann haben wir auch noch sozusagen drei Trostpreise. Da gibt es nämlich einen Lichtschutz nach Wahl für euch. Alle Infos, die ihr zu dem Gewinnspiel braucht, die schreibe ich euch unter dieses Video in die Infobox rein. Da könnt ihr dann einfach nachlesen, was ihr machen dürft, wenn ihr die SkinCeuticals-Produkte gewinnen möchtet und das Ganze auch mal ausprobieren möchtet. Ich bin auch neugierig, was ihr benutzt, also schreibt mir gerne eure Hautpflegeerfahrung in die Kommentare rein. Ich hoffe, dass euch meine Hautpflegeroutine und meine Augenpflegeroutine gefallen hat. Und ja, lasst mir gerne Kommentare da oder ein Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und macht unbedingt beim Gewinnspiel mit. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!